So, hallo, guten Abend. Schön, ich grüße euch. Wir haben im Moment zwei Serien. Die Katze Susi kommt jetzt auch mit. Jetzt haben wir das Thema Arbeiten aus der Sicht der wertschöpfenden Arbeitgeber. Und danach Interview mit Kindern, Jugendlichen der neuen Intelligenz. Und für mich ist ein wichtiges Thema dabei, ist die Amanda. Und freue mich, dass du dabei bist, Amanda. Ich danke dir, Cheat, Roberto. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen lieben Dank. Gerne. Ja, spannendes Thema. Ich weiß, ich war früher, als ich alt war, Gewerkschaftler, ne? Das heißt, ich habe immer Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenübergestellt. Und dann habe ich, also ich war vom Außenministerium Gewerkschaftsführer. Und dann kam für mich eigentlich der wertschöpfende Arbeitgeber ist nicht der Feind, sondern ist eine Ergänzung. Die neue Gesellschaft, die neue Struktur, so wie wir das sowieso erleben, ist, dass wer Ideen hat, wer was Neues aufbaut, wer im Dienst der Technik, im Dienste der Dienstleistungen, im Dienste der Mode sich einfach auch stellt und etwas Neues erschafft. Es geht nicht darum, dass er das immer, okay, jetzt möchte ich viel Geld machen. Es geht nicht darum, das ist ein Drang und das ist für mich eine große, hohe Leistung. Und deswegen es ist wichtig, dass europaweit oder weltweit aus dieser Sicht, dass wir etwas Wertschätzendes tun und sagen. Ne? Und natürlich, es ist klar, das ist immer ein Risiko, eine Firma aufzubauen, ein Geschäft aufzubauen. Und das hat schon mit dem Schöpfersein zu tun. Natürlich in viele Dimensionen oder früher. Man hat einfach gesagt, okay, ja und so, der Amazon oder die da. Ich denke, das ist eine andere Ebene, wo die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht immer stattgefunden hat oder die Wertschätzung. Aber was wir heute Abend tun, ist eben in erster Linie so eben die Wertschätzung des Arbeitgebers, der das Risiko eingeht, etwas Neues zu erschaffen. Natürlich, alles kommt aus der Intuition, weil etwas Neues auf die Beine zu stellen, kann gut gehen, kann schief gehen. Und deswegen finde ich einfach wichtig, dass wir Erfahrungen, Amanda, ich und anderen haben natürlich in diesem Bereich viele Erfahrungen gesammelt oder Erfahrung gesammelt und möchten wir einfach ein bisschen in das Thema reingehen. Gut, Nummer eins ist natürlich für mich, woher kommt den Impuls? Hallo Iris, Ena, grüß dich auch. Woher kommt den Impuls, eine Firma aufzubauen? Ein Geschäft zu öffnen. Und natürlich kommt für mich nicht immer aus den Gedanken, so jetzt das fehlt im Markt, sondern ist eine Intuition, womit auch ein Talent oder eine Kompetenz verbunden ist. Oft sind diese Informationen einfach auch vererbt. Ne? Ja, bei den meisten schlüpfen sie die jungen Unternehmer in die Schuhe der Eltern, dass sie bestandene Strukturen, Unternehmen
übernehmen oder dass sie einfach ja von den Eltern dieses freie Arbeiten her kennen und dann sagen, ja, für mich gibt es nur die Selbstständigkeit und dann auch in anderen Bereichen sich selbstständig machen. Das heißt auch, wenn es, ich denke auch, wenn es nicht bewusst ist, aber eine Kompetenz, deswegen laden wir immer ein, mit den Armen zu arbeiten, die Wirbelsäule lesen zu lernen, denn viele Talente und Kompetenzen bilden sich in Jahrhunderte oder Jahrtausende und deswegen den Impuls des Unternehmers hat meistens immer, wenn ich das so sagen darf, mit dem Familiensystem zu tun und mit der vererbten Talent und Kompetenzen. Mhm. Ja? Sehr spannend, ja. Ne? Bist du auch, hast du auch die Erfahrung gemacht, ne? Oder kannst du auch von nachvollziehen? Ich kann es als nachvollziehen. Ich habe die Erfahrung gemacht und darüber hinaus habe ich viele Menschen kennengelernt, die eben in die Schuhe ihrer Ahnen geschlüpft sind oder die dann eigene Wege gegangen sind, die Schuhe ausgezogen haben, eigene Wege gehen, Innovationen, aber doch auch auf Tradition aufbauen. In Deutschland gibt es ganz, ganz viele große Firmen, die übernommen wurden von der nächsten Generation. Und da, ja, da gilt es auch dann so hinzuschauen, was ist denn dieses Wertschöpfende, was dann auch tradiert wurde. Tradiert wurde vielleicht auch zurück, wo diese Begriffe erstmalig entstanden sind. Mal zurückgehen in der Identität Europas, zurück bis zu der Werteethik von Platon. Wow. Wo dann schon unterteilt wurde in physisches Gut, was materielle Güter sind, und moralisches Gut. Welche Wertvorstellungen sind da? Die meisten Unternehmer haben sehr hohe Wertvorstellungen. Sie tragen auch sehr große Verantwortungen gegenüber den Menschen, die zu ihnen gefunden haben, in Form von Arbeitgeber, Sinngeber, ja, Wertvorstellungen im Bereich existenzielle Absicherung, die aber meiner Meinung nach darüber hinausgehen sollte, dass bei den Jugendlichen geschaut wird, welche Potenziale sind da, welche Berufung haben sie, welche Talente haben sie, sodass sie dann den Beruf ausüben dürfen, der ihnen entspricht und der ihnen auch Freude macht. Dass sie glücklich in dem Alltag sein dürfen, in dem beruflichen Alltag, den sie dann eben ausüben. Und das geht dann weiter bis zu eine materielle Wertschöpfung ist für jeden wichtig. Wir müssen alle was trinken und was essen. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir haben auch ganz gerne noch ein bisschen Kleidung und die meisten fahren gerne mal in Urlaub oder sie haben irgendeinen Traum, den sie sich gerne verwirklichen wollen. Über diese materielle Wertschöpfung geht es eben noch auch zu der ideellen Wertschöpfung. Was ein gutes Miteinander sein kann, wertschätzend, Teambildung, der eine ist für den anderen da. Und da sind wir dann schon auch bei dem Bereich, was Erich Fromm auch ein Buch geschrieben hat über Haben und Sein. Wo es dann weitergeht, äußere Güter oder dann menschliche Qualitäten. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also menschliche Qualitäten sind in einem Unternehmen durchaus wichtig und gefragt. Also und dann kommt es darauf an, welche Grundeinstellung hat ein Mensch. Wenn man nach dem Sein schaut, nach dem Glücklichsein wollen, dann beschäftigen sich viele mit religiösen und philosophischen Themen. Also eine Wertschöpfung, eine Motivkraft, dass ich was tue, weil ich jetzt einer Religion angehöre, weil ich dienen will, weil es meine Aufgabe ist, dem großen Ganzen zu dienen, vielleicht am Paradies mitzuwirken hier auf Erden, die Erde vielleicht ein bisschen besser zu machen. Auch humanistisches Denken. Mitmenschlichkeit oder Empathie, die soziale Ausrichtung, wie Nächstenliebe und Solidarität. Ja. Und all dieses zusammen
hilft sowohl dem Einzelnen als auch der Gemeinschaft, sodass der Einzelne sich am Abend gut fühlt, wenn er so denkt, was habe ich Gutes getan oder wofür bin ich dankbar. Und es kommt ein Gewinn für beide Seiten dabei raus, sowohl materiell als auch ideeller Art, in Form von angesehen sein, gern gesehen sein. Ja, so, das ist so wertschöpfend für mich. Wertschöpfend. Ich habe mich mit Maria Montessori lange beschäftigt und dachte, wie kann wertschöpfend, wie kann ein Arbeitgeber, also es geht darum, ein Feld oder einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo der Einzelne sich nach seinen Talenten und Fähigkeiten am besten entwickeln kann. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass genügend Zeit bleibt, dass die Familie, so Life-Work-Balance, dass eben die Familie nicht zu kurz kommt, wie es in der Zeit der Industrialisierung ja absolut war, aber da sind wir ja schon lange drüber raus, genügend Zeit ist für die Familie und dass der Personalschlüssel stimmt. Das heißt, wertschöpfend, der Mensch steht im Mittelpunkt von allem, dass genügend Personen in einem Betrieb oder in einem Unternehmen arbeiten, sodass am besten nicht, also 75-prozentige Auslastung, denke ich, ist ideal. Und da kommt es nicht zur Überforderung, dadurch kann die Gesundheit besser erhalten. Und ja, das sind natürlich, ja, das sind viele Themen, ne? Das heißt, ich würde vielleicht, also mir fällt immer, ich bin immer langsamer, ne? Das heißt, vielleicht, um alles, was du gezählt hast, zu erfüllen, kommt oft einfach auch nicht dazu, ne? Deswegen wollte ich erstmal unterstreichen, dass die Wertschätzung der Ahnen, so wie in einigen Kulturen gemacht wird, nehme an, auch Japan oder so, dass ein bisschen die Voraussetzungen sind für ethisches Handeln, für Natur, Respekt für die Natur, alle Themen, für das der Mensch im Mittelpunkt ist, dass alle Themen, die du benannt hast, wirklich open sind. Und wir wissen, dass viele Firmen machen das nicht oder gehen auch andere Wege und einige machen das. Ja. Und deswegen, was für mich wichtig ist, ist, dass die Erfüllung, wenn wir wissen, was einer der reichsten Männer gesagt hat von Steven Jobs, wie heißt es, von iPhone, ne, von Apple, der gesagt hat, ganz wichtig, auf Herz zu hören, auf die Intuition zu hören, auf die eigenen Potenziale zu hören, ist viel wichtiger als moralisch zu sagen, okay, ich habe jetzt Konkurrenz, ich muss jetzt böse sein, ich muss wie manche Länder das jetzt machen, Krieg am besten machen, um Geschäfte zu machen. Also ist es möglich, das ist die große Frage für viele Unternehmen, eine Ethik zu haben, menschenfreund zu sein, glücklich, erfüllt zu arbeiten in einer Konkurrenzwelt, der einfach sagt, sammle so viel, wie du kannst, kaufe so viele Zeitungen, wie du kannst, oder beeinflusse die Regierung, beeinflusse die Sachen, damit du viele, das ist im Moment oft für viele die Enttäuschung, dass viele Firmen diese Moral, diese Ethik nicht haben. Deswegen wollte ich gerne auf die Waage stellen, dass erfüllt arbeiten bedeutet, alles, was du gesagt hast, zu folgen, denn ansonsten eben ändert man, wie das uns sehr klar gesagt hat, der Steven, ich glaube Jobs heißt er, der Gründer von Apple, ne, eigentlich der zweitreichste Mann der Welt. Ne?
Und deswegen, welche Impulse, das ist meine Frage, liebe Zuschauer, ihr seid auch mit eingeladen. Welche Impulse kann ein Mensch, der Amazon führt oder Ikea oder ein kleiner Betrieb, was ist das Wichtigste, um bei diesen erfüllt Arbeiten dabei zu bleiben? Weil eben die Versuchung ist immer groß, die Feinde sozusagen in der Konkurrenz sind groß und mein Gefühl ist, dass wenn jemand richtig von ganzem Herzen die Ahnen ehrend, sich selbst ehrend, so wie du das alles gesagt hast, seine Arbeit gut macht, dass es auf jeden Fall erfüllt arbeitet und auch Erfolg hat, weil Konkurrenz ist für mich ein bisschen das Fehlen von Kompetenz. Wenn jemand seine Kompetenz im Vordergrund stellt und Schöpfer ist und immer neue Ideen hat, dann ist er in der Wirtschaftswelt, glaube ich, dann immer, kann immer gut bestehen oder leben. Ne? Also ich denke, Wirtschaftswelt und naturelle Welt oder realistische Welt ist alles eins. Genau. Und es ist alles durchwoben und es kommt auch darauf an, welche Grundeinstellung habe ich, welche Philosophie habe ich. Wenn im Buddhismus, das war jetzt nämlich schon aus Buddhismus und Christentum, was da gerade rauskam, neue Wortschöpfung gibt es in echt noch gar nicht. Also wenn es im Buddhismus darum geht. Buddhistentum, ne? Wenn es im Buddhismus darum geht, nicht anzuhaften oder die kleine Übung, ich gebe der Gebefreudigkeit heraus, ohne etwas zurückzuerwarten, dann hilft es einem Arbeitgeber immens, weil es nie gesagt ist, wie lange ein Mitarbeiter da bleibt. Klar ist es wünschenswert, wenn man viel Energie reingesteckt hat in Menschen, ihnen viel beigebracht hat, man wünscht einfach das Wohl auch menschlich, eine lange Zeit mit ihm zusammen einen Weg zu gehen. Aber ich sage dann, es ist so die Seglermentalität, die einem dann am Ende am wohlsten tut, nicht haften, sondern man ist an einem Hafen, man hat Freude mit den Menschen und irgendwann segelt man weiter und kommt in den nächsten Hafen und dann freut man sich wieder mit den Menschen. Und dann kann man einfach nicht verletzt werden, wenn man keine zu hohe Erwartungshaltungen hat, dass jemand zu lange da bleibt, sondern wenn es dann nicht um die materielle Wertschöpfung im Vordergrund geht, sondern wenn es um die wirkliche Wertschöpfung in Form von einem Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, ihm die Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite als Unternehmer oder als Lehrer oder Pädagoge, das, was ich habe und weiß, in Form von Wissensschatz, Erfahrungsschatz weitergeben zu können, weil das endet auch nie. Der nächste Tag kommt und es wartet wieder was Neues zum Lernen, es wartet wieder was Neues zum Erfahren. Und damit habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe im Laufe meines Lebens viel gelernt und ich habe so ein kleines, vielleicht ist es so ein kleines Geheimnis, alles, was ich gelernt habe, sofort wieder weiterzugeben, um offen zu bleiben für das, was Neues nachkommt. Und das ist für mich die eigentliche Intuition, dass das Wissen frei fließen darf, ohne Kosten, ohne Copyright. Ich bin also wäre absolut froh, wenn das Copyright endlich fallen würde, weil es erschwert den jungen Menschen auch die ganze wissenschaftliche Arbeit immens, auch Dissertation. Dann fliegt ein Politiker nach dem anderen auf, der eine soll dem anderen abgekupfert haben. Ja, aber mit dem, wie die Vorschriften sind, mit allem, was, also das geistige Eigentum, woher kommt denn das geistige Eigentum? Es sind Ideen, woher kommen die Ideen? Woher kommen die Ideen? Ja. Es muss noch lange nicht heißen, dass nur wenn jemand alles aufschreibt, es seine Ideen gewesen sind und er dann das Copyright drauf hat oder sich dann ein Patent drauf geben lässt oder plötzlich hat jemand was komponiert. Ja, und dann hat er abgekupfert, ein Vogel hat ihm ein Liedchen gezwitschert. Ja, wie gesungen, wie kann denn jemand sagen, es ist sein geistiges Eigentum, wenn der Vogel das Lied gesungen hat? Oder jemand schaut sich an, wie ein Lotusblatt das Wasser abweist und plötzlich gibt es dann Dachziegel und
Toiletten, wo das Wasser abperlt und der Schmutz abperlt, aber alles muss patentiert werden. Naja gut, aber das ist, ja, also Wissen muss frei zugänglich für alle sein, sehr ist schön, meine ja. Meinung. Ja, sehr schön. Aber deswegen, wenn jemand richtig seine Talente lebt, dann hat er immer, ist immer in der Innovation, auf der Ebene der Innovation. Ne? Aber vielleicht noch ein paar Impulse. Also wir haben gesagt, Wertschätzung der Ahnen. Für mich was ganz Wichtiges noch, das Umfeld. Auch wenn das ein Online-Betrieb ist, die Verbindung mit der Erde, mit dem Umfeld, mit der geografischen Ebene, wo man arbeitet oder wo man wirkt, ist für mich ganz wichtig wahrzunehmen, die Gebäude auch, dass die Gebäude auch sich gut fühlen, die Atmosphäre, wie du gesagt hast vorhin, und natürlich nicht die Einstellung, der, so wie wir gewohnt sind, dass die Struktur eine hierarchische ist, sondern der Mut, der richtig schlaue Arbeitgeber, wenn er das kann, sonst können wir helfen, wir haben gute Teams, einfach die Arbeitnehmer oder die Angestellte zu erkennen, deren Potenziale zu sehen, zu füllen und sie dann auch wirken zu lassen. Das ist nicht einfach. Es gibt wirklich viele Leute, die das können, viele Arbeitgeber, die das sowieso auch tun, aber oft, man kann ja auch nicht alles machen und deswegen können wir da in diesem Sinne auch unterstützen, weil viele sagen Arbeitgeber, ja, mein Angestellter macht seine Arbeit und dann geht glücklich nach Hause. Ich arbeite noch 12, 14 Stunden und das muss nicht sein. Ein erfüllter Arbeitgeber aktiviert, hat diese Können oder holt sich dieses Können, dass alle, die da wirken, weil sie so verbunden sind mit denen individuelle Talente und Potenziale, dann gerne arbeiten, gerne mitwirken, gerne mal länger arbeiten, gerne mal länger ein paar Tage frei nehmen oder sich einfach auch Zeit nehmen. Und deswegen Umfeld, Potenziale erkennen, gesund, so was Amanda das letzte Mal auch gesagt hat, diese Vorbereitung auf die Arbeit, ein Gesundheitskonzept, Nachhaltigkeit der Produkte, natürlich so wie die Natur lernt und lehrt uns viel. Ne? Und, ja, die Natur lehrt uns viel, vor allem ein früherer Mentor hat zu mir mal gesagt, ich habe Zeit wie eine Rose, die langsam erblüht. Genau, alles braucht Zeit. Ja. Was er auch gerne gesagt hat, die Ruhe ist im Alltag eingeschlossen. Das heißt, die Ruhe ist immer da. Die Ruhe ist immer da. Schön. Die Stille ist immer da. Die Stille und die Dynamik, die ergänzen sich. Und im Hintergrund, die Stille ist immer da. Und ohne Stille keine Geschäfte, weil Meditation ist die Basis. Ob man es weiß oder nicht, ob man es will oder nicht, in diese Ruhe, in dieses Feld, wo sich nichts mehr bewegt, ist ja. Dann die Klarheit des Projekts, kommt die Klarheit der Schritte dahin, die Klarheit der Verbindungen, die Klarheit von alles. Deswegen ist Meditation nicht als Technik, sondern als Einstellung, natürlich auch als Technik, auch die Grundlage für ein erfülltes Arbeiten aus der Sicht der Wertschöpfung der Arbeitgeber. Ja, das hast du jetzt schön gesagt. Ja. Ich meine, in Italien jetzt, da viele Firmen mussten zumachen, weil die wurden so auseinandergenommen. Jetzt diese neue Bewegungen geben die Hälfte deren Lohn, um kleine Firmen zu unterstützen. Ne? Wie wichtig es ist, im Grunde genommen, wenn die Mitarbeiter wertgeschätzt werden, sind dann alle kleine Firmen. Ne? Und,
Und so die Initiative für mich, je mehr Leute sich bewegen, deswegen machen wir diese Sendungen, wenn Bewegung da ist, Lernen ist Bewegung, und wenn Bewegung da ist, verschwinden Probleme, Krankheiten, Spannungen, Ängste und hallo Carmen. Und deswegen ist ja, ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, ja, diese Ethik, diese neue Ethik, ne, die im Moment einfach oft hier und da auch nicht sehe. Und dann Reichtum für alle ist es möglich, ne? Weil die Leute arbeiten, wenn die Leute dann gerne arbeiten, dann kommt genug für alle, ne? Ja, und sinnvolle Arbeit vor allem. Ja. Sinnvolle Arbeit für alle, also auf der Erde. Ja. Sinnvolle Arbeit, die auch die Natur, so wie du schon sagtest, schätzt und nicht ausbeutet. So, das heißt, wenn du jetzt eine Firma hast oder beginnen möchtest oder ein Institut, praktisch ein Organismus in irgendeiner Form, gerne, wenn du das so aufbauen möchtest, stehen wir Team bereit zur Verfügung, um so diese Struktur mit aufzubauen, was die Ahnen gegeben haben, zu lesen, das Territorium zu lesen. Das ist praktisch, das Territorium ist auch, ist auch, hängt einfach von dem Verkauf, von der Logistik, von all diese Sachen, ne? Und die Potenziale der Mitarbeiter, und die wertschätzenden Kompetenzen der Kunden, ne, natürlich, die Klienten, man sagt, der Kunde hat immer recht im Restaurant, ist es nicht so gemeint, es ist einfach, wenn der Kunde, der kauft, uns alle ernährt, wollen wir das Beste tun, ne, dass er sich wirklich wohlfühlt. Ne. Und alle diese Aspekte, es ist gut, strategisch aufzubauen, systemisch aufzubauen, es ist gut, einen Spiegel zu haben, denn man übersieht das eine oder das andere und dann kommt plötzlich ein Problem und das muss es nicht sein. Die neue Welt ist ohne Spannungen, ohne so erst das Problem, dann die Lösung. Also es ist über das Getrennte und man kann gleich erfolgreiche oder erfüllte, erfolgreich ist ein Wort, der vielleicht zu sehr benutzt wurde, erfüllte ist für mich besser. Wir bekommen gerade Herzchen. Ach Du ja. siehst es nicht. Danke, da Arbeit, wo freue ich mich. Wachstum möglich ist, schreibt Carmen. Gutes, wertschätzendes Umfeld in der Arbeit. Ja. Ja. Genau, und viele Sachen, wir haben schon eine Sendung gemacht, sind auch letzte Donnerstag gesagt worden, gemacht worden. Jetzt ist es so einfach auch allgemein. Und wenn ihr natürlich bestimmte Bereiche entwickelt habt, gerne auch mit dir in die Themen, in die einzelnen Themen reingehen. Wie wichtig das Umfeld, das Gebäude oder wie Amanda sagt, die Vorbereitung, einen Kurs mit dem Mitarbeiter zu machen, mit Amanda, wo man empfohlen wird, was machst du morgen, bevor du zur Arbeit gehst? Wie manche Filme, schnell Kaffee trinken und rennen zur Arbeit und dann oder sich einfach wertschätzen für den Tag vorbereiten, bewegen, was Gesundes essen, sich gut fühlen und dann das Beste bei der Arbeit zu geben. Das ist nicht dann für den Arbeitgeber ein Vorteil, sondern in erster Linie auch für den Arbeitnehmer, weil der genießt dann den Tag. Ne? Ja, weil er sich in seiner Haut wohlfühlt. Genau, ne? Er verpasst Ist nicht dann ein. 8 Stunden Qual, sondern fühlt er sich gut dann. Ne? Ja. Ja, ein dufter Typ. Genau. Eben deswegen, wenn du, also das hier auch zusammen mit der Akademie Intuitive Wissenschaftler,
Ich mache im Moment nur Sachen, wo wir zu zweit, zu dritt, zu viert sind. Ne? Weil ich kann nichts, ich weiß nichts, allein habe ich keine Lust, während so in der Konstellation trauen wir uns, unser Wissen und Können ergänzend weiterzugeben. Und deswegen, wenn du fühlst, dass du mit diesem Thema Erfahrungen hast, weil das eine Serie jeden Donnerstag sein kann, dann sagst du Bescheid, schreibst du mir und wir können dann auch dich mit einbeziehen oder sag einfach, welche deine Themen sind. Ne? Wir sind sehr wertvoll, Amanda, schreibt die Carmen. Dankeschön, Carmen. Okay. Ich habe nicht richtig gehört, was du gesagt hast, Also Cheat. die Carmen schreibt, wir sind so wertvoll. Ja, jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Menschenleben ist sehr wertvoll. Ich meine jetzt ich und du. Ach so, wir sind auch wertvoll, ja. Die Carmen ist genauso wertvoll. Es tut immer wieder gut, das zu hören. Vielen lieben Dank, Carmen. Eben, und deswegen, egal was in der Welt passiert, weil viele Leute, ich kriege das schon mit, ich schaue einfach, was in der Welt geschieht, sind natürlich auch ein bisschen enttäuscht oder, aber das, was wir tun, wenn wir sowas etwas tun, wir in einer Live-Sendung, auch wenn nur wenig Leute sein sollten, alles, was man live macht, breitet sich aus. Diese Impulse, die nicht theoretisch sind oder nicht mental sind, in dieser Form tun wir das, sind das Stärkste und das Mächtigste in der Welt, weil wir zu zweit oder zu dritt oder zu viert aus der Unschuld, aus der inneren Klarheit, aus der Lust zu erschaffen, Schöpfer zu sein, handeln und so innocent sind, so unschuldig sind, dass das die größte Macht ist. Und deswegen, was wir jetzt tun, breitet sich aus, verlinkt gerne auch dieses Video. Und wenn ihr Erfahrungen habt, könnt ihr gerne das nächste Mal dabei sein. Aber wir machen einfach eine ganze Serie. Ja, freue ich mich. Ja. Sagt, wir haben circa 260 Konferenzen gemacht. Und es ist einfach, man muss nicht Hotel und Flüge und so, die machen wir online. Wir haben bei jeder Konferenz 10 bis 30 Referenten, die über ein Thema aus verschiedener Sicht das auch sehen. Ich schreibe gerne jetzt den Link. Und das ist für mich die neue, kostenlose, wunderbare, easy Form, miteinander zu kommunizieren. Jeder kann das machen, wann er Zeit hat. Jeder kann das lesen, wann er Zeit hat. Ich schreibe hier jetzt den Link. Und jeder kann dazu beitragen. Lehren und lernen, offen für alle. Deswegen, Ja. heute Abend sind nur Impulse, die wir geben. Ne? Ja, frei und offen für alle. Und das Schöne ist mit den neuen Medien weltweit, auf der ganzen Erde möglich. Ja. In jedem Winkel. Das ist ein großes Geschenk. Eben, und ich weiß, dass viele Medien werden eingegrenzt. Naja, also natürlich, ich bin jetzt auch bei den russischen VK. Es gibt viele Möglichkeiten bei Xing, bei Link, ne, wie heißt das andere? Ning. Es gibt viele Möglichkeiten, so dass Skype. man sich so frei fühlen kann, weil viele haben auch Angst in den neuen Medien einfach was zu machen, weil es gibt viel Zensur, ne? Ja. Ja, gibt's auch Zensur, ja. Jo, Dankeschön. Danke dir. War schön mit dir. Hast du noch etwas oder? Nein, ich habe nichts mehr. Okay. Ist gut. Genau, Schöne ich finde Runde das sogar. auch rund. Ey, nur in den 15 Minuten sind wir einfach mit Kindern der neuen Intelligenz, so wie ich, ne? Nein, so wie Titus. Im Interview, bis jetzt bin ich interviewt worden. Ich nehme Ja, an, schön. dass auch Maximilian mitmachen wird. Und bis jetzt bin ich interviewt worden. Kann sein, dass ich heute interviewe.
dass wir die neuen Kinder, langsam werden wir das tun. Deswegen, wenn deine Kinder Lust haben, mitzuwirken, wir erschaffen hier einen Raum, wo Kinder und Jugendliche in dieser Form, wie jetzt, ihre Potenziale entwickeln können, sich wohlfühlen, sich nicht verstecken müssen mit ihrer individuellen Magie, sondern richtig prahlen können. Okay. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Viel Amanda. Freude, danke. Bis dann. Ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja. So, in circa 15 Minuten sind wir wieder für euch da. Gleich im Kanal. Ciao.